Angriffszentrum spielen wird. Junger 18-jähriger Bosnier, großes Talent. Und auch er wird versuchen, natürlich für Unruhe zu sorgen in der Rapid-Abwehr. Los geht's. Rapid zunächst einmal von links nach rechts. Also in der ersten Hälfte geht's in Richtung der eigenen Fans. Und da ist gleich die erste Chance nach wenigen Sekunden. Das war eigentlich die Nummer 1 Spieleröffnung der SV Ried, wie sie es immer machen. Und trotzdem wurde Rapid jetzt überrascht. Sefin Chabi war hier erstmals vorstellig. Und jetzt der Pfiff für Rapid. Versuchen da gleich ganz früh drauf zu gehen, zwingen Rapid gleich einmal zum langen Ball, aber die können nachsetzen. Und jetzt das Ganze noch einmal von vorne. Und das ist genau das, was sich Max Senft vorgestellt hat, dass man gleich einmal aggressiv nach vorne verteidigt. Jetzt sieht man es auch wieder, versuchen die Passwege zuzustellen, wieder aggressiv drauf. Und Rapid kann sie ja, fast ganz gut lösen. Gerade noch, kann den Eckball verhindern, den Einwurf, aber weit in der eigenen Hälfte nicht. Der Ball kommt einmal da in den 16er hinein und keine Schuss, keine Abschlussmöglichkeit. Ganz im Gegenteil, vielleicht sogar der Konter. Was macht Jan Radlinger da? Er macht spektakulär. Interessante Lösung des Problems. Ja, also das wollte er so natürlich nicht. Und hat dann das Glück gehabt, dass Burgstaller ihn nicht überholen konnte. Und noch einmal. Also erst einmal. Also von beiden eigentlich. Was gemacht, was man so eigentlich nicht macht. Entweder spitzelt er ihn zurück zu Radlinger und der Radlinger oder läuft weg. Dann vorbei. Oder weg, genau. Absolut richtig. Also der erste Klärungsversuch unglücklich und der hier ja, nicht souverän, aber erfolgreich. Und für Radlinger wichtig, dass Burgstaller auf den Wegschussversuch reingefallen ist. Weil wenn er durchläuft, steht er allein vom Tor. Aber das kann er natürlich nicht wissen. Setzt wieder gut nach. Könnte Eckball ja geben, würde ich sagen. Nein. Du hast aber recht. Wird aber abgefälscht. Aber Ried geht sofort wieder drauf. Beschäftigt Rapid. Arm und im eigenen Strafraum. Und hat den Ball aber nur fast gehabt und Rapid wieder über Burgstaller. Ja, diesmal gut gemacht von Team Plavotic, hat den Ball perfekt zurückgespielt zu Scheinradl. Jetzt hat man zum Beispiel gesehen, Ried geht extrem vorne drauf. Ja, und dann, wenn der weite Ball kommt, dann ist großer Rückraum und das sollte Rapid ausnutzen. Das heißt, wenn sie sich befreien können, wenn sie pressingresistent sind, stehen sie dann fast alleine vom Tor. Wieder die Balleroberung. Hakam lässt er weiterspielen nach dieser Attacke an Chabi. Da muss Rapid jetzt bessere Lösungen finden. Das war jetzt die vierte Balleroberung von Ried in 4 Minuten und jetzt fast die fünfte.
Folge, Einwurf für Rapid. Aber in den ersten 5 Minuten ist Rapid einmal von Ried dazu gezwungen worden, im eigenen Stadion auf Konter zu spielen. Dennis Beach missglückt. Der am Anfang lange gebraucht hat, bis er reinkommt bei Rapid. Vor allem auch mit Leistung, aber so in den letzten Wochen mit sehr vielen Balleroberungen. Da habe ich eine Statistik in Europa gesehen, dass er in Europa zu den Spielern gehört mit den meisten Balleroberungen. Der Rapidler mit der Nummer 14, genau. Alexa Beic, 23-jähriger Serbe. Also hat sich gut eingefunden mittlerweile bei Rapid. So, beim Einwurf David Ungar, auch 23 Jahre jung. Er ist nach 4 Runden Pause, wenn man das so sagen darf, wieder in die Startelf geschafft hat. Schuss abgefälscht. Und jetzt gibt es den Eckball, jetzt gibt es die Standardsituation für Ried. Allerdings hat man in der Liga zumindest erst wenige Tore aus Standardsituationen erzielt. Da ist man ganz schwach, ähnlich wie Rapid. Das sind nicht die Lieblingsdisziplinen in dieser Saison von beiden Mannschaften. Mal sehen, ob Ried jetzt hier Gefahr erzeugen kann. So, Poma bringt den Ball zur Mitte. Rapid klärt. Nur kurz. Noch ein Haken, auch der funktioniert. Der dritte dann nicht mehr. Das ist Rapid. Korrekt. Klare Sache, Foul von Grüll an Poma. Schöne Spielverlagerung auf Jurisic. Er versucht wieder durchzugehen, aber jetzt gibt es Abstoß. Keine Gefahr für das Tor von Niklas Hedl. Und die Aussage vor dem Spiel von Trainer Max Senft war, mit Kopf und Herz im Spiel sein, vorwärts und mutig verteidigen. Das gilt einmal bis Minute 8 als abgehakt. Die Frage, ob du das 90 Minuten durchhalten kannst, das werden wir sehen. Da wurde auch gesagt, er wird nicht immer vorne angreifen, sondern dann auch einmal in ein Mittelfeldpressing gehen. Und das wird die Krux sein. Den ersten Ball. Steil lang in Richtung Grüll, aber geklärt von Wagner. Der Rapid kommt noch einmal. Steiler bringt den Ball nicht mehr zu einem Mitspieler. Fraser, der junge Wiener Maximilian Senft, 33 Jahre alt, hat in der Bundesliga ab 2018 als Videoanalyst bei der Austria gearbeitet und ging dann ein Jahr später als Assistent von Gerhard Struber zum WRC, mit Struber nach Barnsley, nach England, hat auch dort sicherlich wichtige und interessante Erfahrungen gemacht. War dann im Binkerfeld als Trainer und dann ging es viel nach Ried und da hat er zunächst einmal die jungen Wikinger, also die zweite Mannschaft, betreut und hat diese vor der Winterpause auf Rang 5 geführt, ehe er eben zu den Profis geholt wurde und von Christian Heinle übernommen hat. Man hätte auch. Warte mal kurz. Na gut, jetzt die Schusschance, die aber nicht nimmt. Und dann wird auch auf Abseits entschieden. Beganovic wollte noch einmal ablegen, aber der dürfte da ohnehin vorn gewesen sein.
Alexander Vrabec natürlich auch hier im Stadion begeistert. Ja, na, eins wollte ich noch fertig erzählen von Trainer Max Senft. Hätte er dann mit Struber mitgehen können nach Amerika, hat aber gesagt, nein, er möchte Cheftrainer werden und ist dann zu Pinkerfeld gegangen. Da waren viele überrascht und gilt ja auch als Trainer, so als Taktikfuchs, Taktikgenie. Und so wie er auftritt bisher beim SV Ried, ist das mit sehr viel Selbstvertrauen und das merkt man bei seiner Mannschaft. Vier Spiele hat er in der Liga gecoacht, eines gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren. Also das sind die nackten Zahlen. Und das wird spannend und interessant auch in den nächsten Wochen. Wir haben es gehört, Ried natürlich derzeit auf dem sechsten und letzten Platz in der Platzierungsrunde. Die nackten Zahlen, hast du absolut recht. Was aber wirklich auffällig war, dass die Mannschaft aktiver war wie davor. Das ist jetzt nicht gut und nicht schlecht, sondern nur auffällig gewesen. Ich bin gespannt auf die Entwicklung von Ried in den nächsten Wochen. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Noch da geht's weiter. Gut gesehen von Hakam. Muss den Ball nachlaufen, nachsetzen. Jetzt vielleicht die Flankenmöglichkeit geblockt. Eckball für Rapid jetzt nach knapp 12 Minuten. Jetzt geht der Burgstaller, der übrigens auch dabei war damals 1-2 im Cup im Herbst 2011. Ein Spieler. Kerschbaum. Eine schlechte Flanke. Gar nicht schlecht, aber wieder dreht alles unter Kontrolle. Jurisic hat mitgeholfen. So, sehen wir noch mal die Aufstellung der Rapidler. Alle Nummern, alle Namen. Und wir sehen den nächsten Versuch über Grüll, über die linke Seite. Kommt nicht vorbei an Unger. Wieder Grün. Der heute mehr vom Zentrum kommt, hat er in den letzten Spielen meist auf der Außen gespielt. Heute auf der 10 zu Hause im 4-2-3-1. Jetzt gut zu sehen. Also jetzt nicht, aber jetzt. Ball im Out, Abstoß. 15 Minuten sind um, wir warten noch auf eine wirklich schöne Torchance, auf eine gefährliche Aktion, auf einen Schuss, auf einen Kopfball oder ähnliches.
bin ich gespannt, wann dann Rapid vielleicht einmal versucht, eher mal auf den zweiten Ball zu kommen, weil es bisher sich nicht befreien konnten. Ja, ganz blöd gestürzt, gefallen. Das ist hier Christoph Lang mit diesem Schussversuch. Ja. Und deswegen hat schließlich der Hakam sofort die Partie unterbrochen, um den Rieder da einmal behandeln zu lassen. Geht schon wieder. Auch wenn ich jetzt einmal das Spielfeld verlassen muss, ich denke, in Kürze wieder mitspielen können. Ja, das tut einmal ganz kurz weh. Das kenne ich, bin auch schon ein paar Mal gefallen. Mit Schwung über rechts, Burgstaller. Ja, gut abgelegt. Es ist wirklich so, wenn Burgstaller den Ball im 16er am Fuß hat, dann brennt es fast jedes Mal. Sehr oft in Assist zum Assist oder er macht den Assist und schon ganz viele Tore gemacht. Wirklich eine großartige Neuverpflichtung. Gute Ball von Grüll. Kirschbaum sichert den Ball für die Rapidler. Spiel wieder unterbrochen. Ja, im Nachschwingen am Kopf erwischt. Keine Absicht, trotzdem schmerzhaft. Wieder zurück, Schein Radlinger. Und keine Chance für Chabi an den Ball zu kommen, aber Einwurf für die Gäste. War wichtig, dass Querfeld den Kopfball gewinnt. Es wäre 2 gegen 2 Situation geworden. Okay, sofort gestört von Unger. Ja,
darf nicht unzufrieden sein. Maximilian Senft, spielerische Glanzlichter hat seine Mannschaft noch nicht setzen können, aber am wichtigsten ist, dass man noch kein Gegentor kassiert hat, noch keine Torchance Rapids zugelassen hat und die Einstellung, die Aggressivität, die er sich vorgestellt hat, die er sich gewünscht hat, die hat er auch bekommen bis jetzt einmal. Das muss man sagen, Boris. Ried ist unglaublich gut eingestellt. Vor allem Rapid schafft es fast nur zurückzuspielen. Flache Pässe nach vor sind zugestellt, weil die Raumaufteilung der Rieder sehr gut ist. Und das Einzige, was passiert ist, sind lange Bälle. Ja? Und die haben aber nicht wirklich für Gefahr gesorgt. Mit einer Ausnahme eben, als aber letztendlich auch dann Schalin Radlinger den Ball sichern konnte. Steil von Auer diesmal gespielt. Aber sehr aufmerksam. Der Riedgoldi. Schein Radlinger wieder retour. Ist schneller gegangen als erwartet. Bei der Operation beim Aufmachen hat man gemerkt, dass es doch nicht so schlimm ist und deswegen wieder schneller retour. Ball diesmal auf der anderen Seite, aber auch da klärt der Tormann Niklas Hedl. Einmal Platz links, aber die Rieder versuchen es über die andere Seite und es gibt einen Freistoß. Ein zweites Foul von Auer in wenigen Minuten. Und haben hinten am Wadel getroffen, glaube ich. Ja. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist Schiedsrichter Hakam einer, der sich sowas nicht endlos lange anschaut. Der hat heute neunmal Bundesliga gepfiffen. Drei rote Karten inklusive, einmal übrigens bei Ried gegen Rapid im Querfeld und im Cup auch. Drei Spiele geleitet, einmal rot. So, Freistoß von Lang. Ja, viel zu nah zum Tormann. Keine Probleme für Hedl. Kommt der Ball zu Grün und der wird klar gefault an der Strafraumgrenze und jetzt gibt es die erste gelbe Karte. Der ÖFB übrigens hat erstmals heuer nach dem Viertelfinale alle gelben Karten gelöscht. Also alle Spieler beginnen heute wieder bei Null, die noch mit dabei sind im Halbfinale, weil man eben verhindern möchte, dass Spieler im Finale wegen einer Gelbsperre zuschauen müssen. Das ist neu. Großartig. In Österreich. Ja. War schon lange üblich. Ja.
Und das ist so eine klassische Aktion, weil Lackner einfach voll ausholt und Grühl trifft, tut das meistens dem Verteidiger mehr wie dem Stürmer. Jetzt kommt der Freistoß. Grühl. Hat noch Schmerzen. Und Rapid hat keine Ideen. Auch Schmerzen. Schmerzen und keine Ideen bei Freistößen. Helge, in der Liga noch kein Tor durch oder nach einem Freistoß. Kein Tor durch oder nach einem Eckball. Also das ist was, was mir gänzlich unbegreiflich ist. Ja, eigentlich. Das ist wirklich ein sehr arger Wert. Der Co-Trainer Hickersberger sehr bekannt dafür ist, dass er sich immer bei Standardsituationen für die Mannschaft was einfallen lässt. War da immer sehr kreativ in den letzten Jahren. Und Zabi kurz am Ball, aber auch weitgehend abgemeldet, hat er gut weiter gekämpft, aber schaut auch da nichts heraus für seine Mannschaft. Wieder Rapid im Konterversuch. Herr Burgstaller musste abbremsen, musste warten, weil sonst wäre abseits gestanden. Er hat gleich mit dem Pass gerechnet. Und dann hat er quasi abgebremst, in den Haken geschlagen und kam nicht mehr dorthin, wo er hätte hin müssen. Und dann sind auch immer wieder zu viele Ungenauigkeiten dabei im Kombinationsspiel. In der Offensive bei Rapid. Und versuchten. Noch nicht viel geändert. Rapid wird immer gezwungen zurückzuspielen oder auf den zweiten Ball. Und auch beim zweiten Ball, das wird Trainer Max Senft sicher berücksichtigt haben, hat man dann hinten Plavotic und Lackner, die fast jeden Kopfball haben. Und deswegen sollte eine Planänderung her bei Rapid demnächst. Und auf der anderen Seite schafft es auch Ried nicht, wenn man den Ball gewonnen hat, was immer wieder der Fall ist, den dann länger in den eigenen Reihen zu behalten und bis zum Tor zu kombinieren. Also würde man sagen, Helge, das Spiel erlebt und ein Spiel erlebt von den Torchancen, von den Strafraumszenen und den Toren. Dann ist diese Partie jetzt nach knapp 30 Minuten scheintot. Hast du schön gesagt. Thank you.
geht's weiter. Ja, Bildstaller, wieder nicht der perfekte Laufweg und auch der Assist kommt nicht an. Abseits. Edward, Schiedsrichter Hakam, vor ein Foul nicht gegeben, okay, Bildstaller war dann im Abseits. Wir sind keine Psychologen, aber das ist schon spannend und ich frage mich, ob das auch im Unterbewusstsein eine Rolle spielt, dass man weiß, heuer ist die Chance einfach riesengroß oder größer als normal, den Cup zu gewinnen, weil die Mannschaft, die diesen Bewerb dominiert hat, zuletzt mit Salzburg eben nicht mehr mit dabei ist und ob das halt auch ein bisschen hemmt. Kann schon mitspielen beim einen oder anderen, aber ich stelle mir so vor, ich weiß, okay, ich habe jetzt wirklich den vermeintlich schwächsten Gegner, der noch dabei ist und ich kann dann ins Cup-Finale einziehen. Also mich würde das beflügeln. Aber genau da will ich auch keinen Fehler machen, ja, um diese Chance, diese große nicht. Aber das hast du hier immer, Boris, in dem Stadion hast du das immer. Die Heimstärke lässt in den letzten Jahren zu wünschen übrig, weil der Druck einfach richtig groß ist, auch für die Mannschaft. Ja, und sollte eigentlich beflügeln, macht es aber nicht. Schmidt hat den Ball wieder gewonnen, Beganovic, noch immer Beganovic und jetzt rutscht er selbst weg. Und Rapid hat Platz bei diesem Gegenstoß, bei diesem Konter. Und spielt das einfach nicht gut zu Ende. Topstaller kann den Ball zumindest im Spiel halten. Kerschbaum sofort attackiert. Aua. War Querfeld meiner Meinung nach schon dran am Rieder. Ob der den Ball noch erlaufen hätte, ist eine ganz andere Geschichte. Spiel geht weiter, Ball bleibt bei den Wienern. Eckball, sagt der Schiedsrichterassistent. Nächste Standardsituation für Rapid. So, wieder Grüll. Geht das jetzt besser als vorhin? Ja, Ball kommt immerhin zu einem eigenen Mitspieler. Aber dann ist wieder ein Pfiff von Schiedsrichter Hakam, der die Partie unterbricht. Ja, Solba wollte den Konter unterbinden. Aufstellt gegen den Ball und Ried das herausspielen erschweren will. Das ist wieder ins Zentrum, Pejic. Wieder zu Auer. Wieder Überzahlsituation, da ist Farid. Hier 4 gegen 2 Situation. Rapid bleibt im Ballbesitz.
sollte jetzt schnell verlagern. Ja, taktisch gut, mit gutem Verschieben und relativ wenig Aufwand zwingt man Rapid einfach zum Ball. Und man hört es schon, ein paar Pfiffe, auch Zoki Barisic will seiner Mannschaft signalisieren, wir sollten uns jetzt zusammenreißen, weil sonst kommen die ersten Pfiffe. Und das ist nie gut hier. Der Fehler von Strunz, aber auch Ried sofort wieder mit dem Ballverlust. Jetzt die große Chance, der erste Schuss aufs Tor, aber Hedl kann den Ball ohne Probleme sichern, das war dann letztendlich zu ungefährlich. Aber Ried deutet einmal an. Ja. Passt auf, wir sind da. Wir sind im Spiel. Verteidigt von Querfeld, der sich da überlaufen lässt. Ja, der Abschluss dann eben von Beganovic. Nicht gefährlich genug. Seite, Grün im Zentrum, Bajic rechts. Gespielt, sagt der Schiedsrichter, kein Foul von Querfeld. Schau noch einmal, Doppelpass. Spiele im eigenen Strafraum, Burgstaller am 16er, teilt gerade Strunz ein, dass er auch am 16er kommen soll. Rapid bekommt den Ball nicht weg, jetzt die Chance dazu.
spannend. Ich habe Maximilian Senft beobachtet, der hat sofort die Arme hochgerissen, fast bei einem Torjubel, weil er sich gefreut hat, dass seine Mannschaft da sofort den Konter unterbunden hat am Mittelkreis. Ja, wichtig für ihn. Ja, nach dem Motto, wer seine Mannschaft liebt, der schiebt. Richtig gute Verschiebebewegungen von ihm. Ganz wenige zusammenhängende Aktionen von beiden Mannschaften mittlerweile. Also ganz selten einmal 3-4 Ballkontakte in Folge. Ich würde sagen, es ist für beide Mannschaften ein hochverdientes 0-0. Ja. Du hast da absolut recht. Das Fazit ist, wir wissen, was am Spiel steht. Haben wir alles schon besprochen. Aber auf der anderen Seite kommst du ins Finale. Und das ist wirklich einer der schwächsten ersten Halbzeiten, was ich seit langem gesehen habe. Taktischer Natur nicht, aber insgesamt vom Spiel. Strunz in seinem 5. Cup-Spiel hier, angespielt von Burgstaller, viel zu ungenau, hoch über das Tor. Schlechte Flanke, aber ungefährlich letztendlich der Kopfball von Burgstaller. Fangübung für Shahin Radina. Rapid mehr über links, aber auch über diese Seite nicht wirklich gefährlich. Mit Auer. Klarer Fehlschuss hier. Ich glaube sogar, dass da Shahin Radlinger noch mit den Fingerspitzen dran war. Schauen wir mal genau hin. Und den Luftzug. Mhm. Hat er gespürt. Noch nicht zumindest. Auer. Naja. Ja, die Idee war nicht schlecht, den vor das Tor zu bringen. Da muss natürlich wer reinspringen. Bisschen zu nah zum Tormann, aber von der Idee her ganz gut.
Ja, du wolltest was sagen? Nein, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Dein Zitat mit hochverdientes 0:0 gewinnt immer mehr an Bedeutung. Kommunikation zwischen Xabi und Ungar. Xabi war dahinter, hätte nur was sagen brauchen. Das ist bitter, sowas ärgert einen Trainer. Gut gesehen, kein Foul. Viele Duelle, viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Ja, jetzt vielleicht die Riesenchance aus dem Nichts. Und in der Nachspielzeit doch noch die Führung für Rapid durch Burgstaller. Einmal ein guter Querpass in den Rückraum der Abwehr. Und Burgstaller lässt sich die Chance nicht nehmen. Pech für Shahin Ratinger und seine Rieder. Also wirklich, für mich aus dem Nichts, diese Führung von Rapid. Sehr gute Spielverlagerung, gut gelöst. Grühl geht nach innen, schaut auf. Burgstaller mit einem super Laufweg. Und da muss man sagen, Shahin Ratinger hupft er über die Hand. Wenn wir jetzt gleich noch einmal sehen. Ja. Da kommt er mit der Hand hin. Aber auch durch die Beine. Ja, absolut. Von Jurisic. Ja, vor ihm aufgesprungen. Wenn er ein bisschen Glück hat, bekommt er ihn an die Hand. Aber so geht Rapid 1:0 in Führung. Weil die Rieder zuvor auch nicht in den Zweikampf kommen gegen Grühl. Der kann dann aufschauen und einen wirklich guten Querpass spielen zu Burgstaller. Auch der wird dann nicht mehr attackiert, kann schießen. Ja, und so steht es hier 1:0. Also glückliche Führung für Rapid. Insgesamt kann es, glaube ich, dem Spiel nur gut tun. Absolut. Bin gespannt, wie die Reaktion dann der Rieder aussieht nach der Pause. Bin gespannt, was auch Herbert Prohaska bei Christina Inhoff sagt. In Kürze melden sich die beiden vom Spielfeldrand. Bis dahin gibt es den Zipflash mit den neuesten Nachrichten aus aller Welt, präsentiert von Katrin Poll. Bis später. UEFA Europa League, das Viertelfinale. Öffnen wahrscheinlich noch nicht jetzt. Ja. Sie werden so weiterspielen und auf den Umschaltmoment hoffen. Aber dem Spiel wird es gut getan haben. So eine blöde Floskel, aber heute stimmt es mehr denn je. Fällt ihnen im ersten Kopfballduell gleich einmal nach Wiederbeginn. Ein Freistoß für Rapid. So gut hat das eigentlich alles geklappt, was man sich gegen den Ball vorgenommen hat, und dann war es eben eine gut gespielte Rapid-Aktion, in der seine Verteidiger nicht in die Zweikämpfe gekommen sind und
schon was passiert, das Gegentor, das man verhindern wollte. Casius, der junge Niederländer. Grün. Und erster Eckball in Spielhälfte 2. Richtung zweite Stange. Da sieht man, was das Tor ausgemacht hat. Ganz eine andere Selbstsicherheit bei Rapid jetzt am Platz. Keine Hektik mehr. Okay. Naja, ja, fast. Ist normal. Trainer Barisic wird einiges angesprochen haben in der Halbzeit. Vorteil für Rapid. Noch einmal Krüll, Nachpass von Burgstaller. Krüll. Dann schaut eigentlich gar nichts dabei heraus. Beim Freistoß nur ein Mann Mauer. Und das ist Auer, der den Ball bringt. Ja, das Beste im Spiel ist die Kulisse. Wir wissen jetzt auch die offizielle Zahl. 21.600 Fans sind hier im Stadion. Und das ist Rekord, außer Finale und Spiele gegen die Austria. Das meistbesuchte Spiel hier im Allianz-Stadion, im Cup. Wie ausgewechselt, die Charakteristik hat sich komplett geändert. Wenn es 0-0 steht, weißt du als Ried, du machst alles richtig, du kannst so weiterspielen und auf was hoffen. Und jetzt musst du ein Tor machen und dann ist die Selbstsicherheit auch weg.
aber sie bringen keine strukturierte Aktion zusammen nach vorne in die Offensive hinein. Das ist spielerisch ganz schwach. Da wären schon ein, zwei Möglichkeiten jetzt gewesen. Bei Ballgewinn am eigenen 16er nach Rapid-Standard-Situationen Konter zu spielen, aber die sind alle sehr, sehr früh mit Passfehlern, so wie hier jetzt einer passiert ist, zu Ende gegangen. Kirschbaum, auch viel Pass von ihm. Also Ried wechselt. In Kürze gibt es hier eine Veränderung. Natürlich haben die Rieder auch jede Menge Verletzungssorgen, sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Nutz fehlt, hat sich gegen den WRC das Kreuzband gerissen, auch Stositz und Koschko mit Kreuzbandriss out. Ziegel war am Knie verletzt, sitzt zumindest wieder auf der Bank. Also das sind durchaus auch wichtige Spieler und Namen, die hier eben nicht zur Verfügung stehen. Ja, Lotto gegen den WRC verletzt. Das alles macht die Sache für die Außenseiter, für die Wikinger aus Oberösterreich natürlich nicht einfacher. Oh, mit dem Knie und am Kopf getroffen mit dem Ellbogen. Dr. Balzer und Masseur Wolfgang Skalski, schauen Sie das genau an. Strunz, der ja viele Verletzungen hat in den letzten Jahren. Ist zu wünschen, dass er da jetzt wieder aufsteht. Ja, schaut gut aus. Die vier goldenen Hände von Rapid. Die medizinischen Abteilung hat Rapid in den letzten Jahren auch viel gemacht, sich breiter aufgestellt. Was man auch an den Verletzungen sehen kann, dass sich da viel getan hat. So, nächste Unterbrechung. Lang angeschlagen und der wird gleich aus dem Spiel genommen. Nicht das einzige. Es gibt gleich drei neue bei Ried Helge. Jetzt kommt ein ganz interessanter Mann. Diego Madric, ja, ist einer der drei Neuen, ja. Erst 17, spielt auf der Position Nummer 6. Trainer Senft hat gemeint, der ist ein Junger, der schon wie ein Alter spielt. Hatte zuletzt sein Startelfdebüt gegen den WRC und kommt jetzt anstelle von Lang in die Partie. Und dann auch zwei neue Vorne. Poma geht raus und Alexander Ludovic kommt und dann sehen wir auch Leo Mikic anstelle von Seyfedin Chabi. Mit 17 kann man schon einmal im Allianz-Stadion einlaufen im Cup-Halbfinale. Wird der Puls einmal kurz höher. Und wenn du die ersten Ballkontakte hast, dann bist du in deiner gewohnten Umgebung und voll Adrenalin.
und dann geht's los. Und nächster Schuss wieder von Burgstaller, der den Ball nicht voll trifft. Aber was den Spielstand und die Spielsituation betrifft, alles gut für Rapid. Die Wiener führen 1-0 und können Ried ohne Probleme weit, weit, weit weghalten vom eigenen Tor. Musik beigeben, ist auch so. Doch Geld für Rapid. Das war ein ganz wichtiger Rutscher. Rapid, der hat nämlich den Spielfluss, ja genau, Entschuldigung. Ja, sag mir. Der hat genau zum richtigen Zeitpunkt den Spielfluss unterbrochen. Das wäre eine 3-2-Situation für Ried geworden. Und für das ist Pech bekannt. Sehr spielintelligent. Das Spiel bleibt zerfahren. Es ist ergebnisorientiert bis jetzt, was Rapid hier gezeigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, Helge, dass es auch viele Rapid-Fans gab und gibt, die im Augenblick der Führung in der Nachspielzeit vielleicht gemeint haben, verdient ist das nicht. Das ist nur Glück, dass meine Mannschaft hier führt, denn die Leistung ist nicht wirklich gut. Absolut. Ich habe mir ein bisschen in der Halbzeit unter die Leute gemischt hier. Und da war das unisono sehr glücklich. Aber wie gesagt, ab der Halbzeit kontrolliert Rapid das Spiel. Trotzdem ohne viel zu kämpfen. Natürlich bleibt er nervös, bleibt er angespannt. Sören Barisic weiß, da kann jederzeit auch Ried vielleicht zuschlagen in einem Augenblick der Unachtsamkeit. Sicher ist hier noch nichts, was den Ausgang der Partie betrifft. Wenn ich es Ried irgendwie nicht zutraue, das ist viel zu unsicher am Ball, viel zu ungenau im Zusammenspiel. Es kann nur bisher durch irgendeine Zufallsaktion passieren. Aber sowas haben wir schon oft gesehen. Die ganz große Euphorie oder der ganz große Enthusiasmus ist das nicht, der mir hier vermittelt wird von der Rapid-Führung, von der Rapid-Spitze. Ja, vielleicht verteidigt von den Riedern, nicht ausgenutzt von Rapid.
Früher Ballverlust von Rapid. Voll. Ball, Klavotic, nimmt den Ball nicht an. Kann Rapid jetzt ein Kreuzzeichen machen, ganz alleine Klavotic. Aus den Abseits gekommen. Und hätte alles gepasst, wäre alles okay gewesen. Dann beim Abspiel. Zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt, hat gewusst, er ist ganz alleine, nimmt sich den Ball runter. Und dann verspringt er, der eigentlich technisch sehr sauber ist, Klavotic. Das wahrscheinlich im Training 9 von 10 Mal gut macht. Aber jetzt war es entscheidend. Training und Match ist meist was anderes. Das war quasi eine 100%ige Torchance. Das macht Burgstaller einfach wirklich gut. Geht nie zum Schiedsrichter hin voll aggressiv, sondern immer im Austausch. Deswegen sieht er bei solchen Aktionen auch wenig gelbe Karten. Weil seiner Routine. Jetzt sieht man, Burgstaller teilt das Spielfeld, das nicht mehr in die Mitte gespielt werden kann, sondern ein hoher Ball nach vorne. Paula Madric, der sich gut eingefunden hat, sehr mutig spielt, versucht immer einen leeren Raum zu finden, wo er anspielbar ist, so wie jetzt. Mit den Namen kann man eigentlich nur ein Vorbild haben. Mit Madric? Ja. Ich weiß nicht, wie vorne. Kasius. Und die Konterball zu Grüll. Mensch, noch einmal Grüll. Kasius vom Ball getrennt. Gespielt. Visic, Flanke irgendwo hin. Falsch.
Ja, eins hat sich nicht verändert, was den Charakter des Spiels betrifft. Wenn es um Torchancen, Torszenen geht, erreicht die Fastenzeit heute Abend ihren Höhepunkt, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Naja. Schon lange nicht mehr gesehen in Österreich. Vollbauer und Burgstaller versuchen ihrer Mannschaft einzutrichtern, nochmal Vollgas zu geben. Jedenfalls gibt es auch zwei neue jetzt bei Rapid. Also Positionswechsel, Schick kommt statt Casius rechts hinten in der Abwehr und dann wird Strunz von Patrick Greil ersetzt. Wir sehen den verletzten und angeschlagenen Jurisic und das ist schließlich der Hakan auf dem Weg zu Soran Barisic, der sich fürchterlich geärgert hat über diesen Pfiff. Wild herumgesprungen ist, Gesten gemacht hat. Aber großartige Geste danach. Wie ein Schiedsrichter eingeschlagen, den Frust losgelassen, das ist in Ordnung. So kann man agieren. Ja, da gibt es Pfiffe für Christoph Mondschein. Ja, der wird noch Austrianer. Ja, der wird noch in Erinnerung haben, dass er vor kurzem erst das 1:0 gemacht hat gegen Rapid im letzten Spiel. Das ist der Rieder Ligatorschütze mit 3 Treffern. Und ist auch erfolgreich der Torschütze im Cup für die Rieder. Hat er insgesamt natürlich aufgeteilt auf verschiedene Clubs schon 17 Tore gemacht. Halbchance immerhin hier für Lutovac. Also vielleicht kann jetzt Mondschein vorne auch noch auffällig agieren und für Ried hier den notwendigen Ausgleich erzielen. Es geht noch 20 Minuten in der regulären Spielzeit. Solange Rapid ja nicht zumindest ein zweites Tor nachlegt, bleibt die Partie offen. Max Senft signalisiert seiner Mannschaft herauszurücken, nicht so weit hinten drin zu stehen. Rapid erzwingt den Ballgewinn. Grün mit der Riesenchance auf Tor Nummer 2. Ja. Nein, ich glaube, es war auch korrekt, würde ich sagen. Aber ich schließe mich gern noch sofort der gegenteiligen Meinung an. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war der Ball. Ja, du hast absolut recht.
Gratuliere, Boris. Also ich würde sagen, es ist okay, so wie es ausgegangen ist. Ich sage einmal so, es war Ball gespielt, es war aber trotzdem der gestreckte Fuß und grenzwertig, aber Schiedsrichter Hakam hat sich gleich festgelegt. Und es wird auch gecheckt, ja, vom VAR im Augenblick. Ja, ich bin bei dir. Es war der Ball. Und dann trifft er den Standfuß danach im Rutschen. Check vorbei, es bleibt so, wie von ihm auf dem Feld entschieden wurde. In Kürze beginnt sie, die Rapid-Viertelstunde, die zumindest heuer, was die Liga, was den Ligabetrieb betrifft, durchaus ihren Namen verdient. Denn da hat Rapid 14 Tore gemacht, ja, ab der 75. Minute. Also das ist schon eine ordentliche Bilanz. Heute eines wichtig für die grün-weiße Situation, würde dann zur allgemeinen Beruhigung hier in Wien-Hütteldorf beitragen, dieses Tor. Optimal von Schein Radlinger. Na, schlecht. Ja, zu scharf. Geschossen, Burgstaller. Der Mitspieler. Burgstaller technisch hervorragend, aber der war selbst scharf zu ihm. Das kostet ihm sogar ein Lächeln. Aus einer Standardsituation vielleicht. Spielen, aber Handspiel dabei. Aber Vorteil gedeutet, Schiedsrichter Hakam. Rapid hat den Ball. Rapid befreit sich. Führung von Rapid war, dabei bleibe ich sehr glücklich, aber es ist im Moment und nach wie vor völlig ungefährdet. Also keine Chance irgendwie von Ried den Ausgleich zu erzwingen. Die einzige Situation, die da war, wo Blavodic ganz alleine vor dem Tor, ja, den Ball nicht stoppen kann. Also da war die Chance dann auch schon wieder vorbei, bevor es zum Abschluss kam. Aber du hast schon recht, so eine Situation muss man dann nutzen. Ja. So, jetzt kommt Marcel Ziegel.
wieder Routinier ins Spiel. Sehr, sehr Cup-erfahren. Er hat 37 Cup-Spiele absolviert in seinem Fußballerleben, alle für Ried. Und er war auch dabei damals, im Oktober 2011, als Ried hier mit 2:1 gewonnen hat. Danke, ich habe es gesehen. Ihn auch. Marcel Ziegel, kannst du dich erinnern? Ja, ja, natürlich kann ich mich erinnern. Einige bei uns auch noch gespielt. Christopher Trimmel war damals noch. Ja. Burgstaller, der heute spielt, hat gespielt. Und viele andere. Schobesberger. Nein, kann ich nicht zu früh. Das ist zu früh. Nicht zu früh. Und der heutige Sportdirektor von Ried, Reifelzammer, ja, hat gespielt. Frau Burgstaller. Wieder selber, Burgstaller Haken nach außen, Fußklapp vorbei. Ja, da ärgert er sich, weil er sich nochmal auf den Linken gerichtet hat und jetzt wäre der Verteidiger schon weg gewesen vor. Aber war knapp, gut gemacht. Das war nicht schlecht. Ja, ja. Er ist viel herausgeholt. Er ist der auffälligste hier auf dem, ja, Platz. Absolut. Großer Einsatz, große Leidenschaft und auch Torgefahr. Und natürlich den Treffer, den er erzielt hat. Das ist das, was er beigetragen hat bis jetzt zu dieser Partie. Die alles in allem nach wie vor kein Knüller ist. Platz am rechten Flügel für Rapid. Schick, Grüll. Ah, das schaut schon mehr für mich aus nach einer Attacke von hinten. Nicht der Schiedsrichter Hakan. Es war sehr viel der Körper. Noch einmal Grüll. Man bleibt hängen. Beitsch hat einen Krampf. Schiedsrichter Hakan war sich ganz schnell sicher, wird natürlich überprüft. Na, das ist zu wenig. Ganz kurz die Hand auf der Schulter. Also ich finde, er läuft ihm in die Füße. Auch wenn das ungeschickt und nicht sehr elegant war, aber wahrscheinlich hast du eh recht, es ist zu wenig, aber für Grunberg übrigens auch noch, der ihn reklamiert hat. Und der Check ist vorbei. Keine Korrektur, kein Elfer, aber Rapid weiter im Strafraum. Ja, es war der genau Rieder. Im Drehen, wo er einen leichten Stoß bekommen hat. Natürlich fällst du da, aber es ist zu wenig für einen Strafstoß. Rapid hätte der natürlich gut getan. Jetzt müssen sie noch weiter, ja, drauf losspielen und hoffen, dass nichts mehr passiert.
laufen. Schuss geblockt. Ein super langer Ball auf Burgstaller. Und der Heber ist perfekt. Das war's dann. Zweimal Burgstaller, zwei Tore für Rapid. Der Abend ist gerettet. Absolut. Für die Rapid-Fans. Ein bisschen kann man mittlerweile sagen, Burgstaller, Mr. Rapid. An allen entscheidenden Sachen bisher dabei. Und wie er das gemacht hat. Und auch der Pass war super. Ja, absolut. Von Greil genau zum richtigen Zeitpunkt. Ried hat natürlich den Rückraum aufgegeben, weil sie gepresst haben davor. Also der Pass kommt perfekt für Burgstaller. Der sieht, wo Shahin Radinger steht, nämlich am Elfmeterpunkt und hebt den Ball perfekt rüber. Bis jetzt hat er in 4 Cup-Runden ein Tor erzielt, heute gleich 2. Super Tor. Super Tor, koordinativ, hochwertig, zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Der war nicht einfach, weil du musst ihm genau so schießen, dass er vor der Latte aufspringt, dass er unter die Latte geht. Und sonst kann er auch drüber springen, also großartig gemacht. So, Pajic geht, macht für Bernhard Zimmermann Platz. Also das fröhliche Wechseln geht weiter, aber die Rapidler können sich jetzt entspannen. Sie werden ins Finale einziehen. Ried war und ist in Summe spielerisch zu schwach, um Rapid, das auch nicht den besten Tag heute als Mannschaft erwischt hat, zu gefährden. Burgstall und seine Assistgeber waren ausreichend, um hier dieses Halbfinale erfolgreich zu gestalten. Zuletzt war Rapid 2019 im Finale. Damals hat man gegen Salzburg 0-2 verloren. Jetzt gibt es wieder eine Chance auf die Trophäe. Beim letzten Cup-Titel von Rapid übrigens, nur damit Sie das auch einordnen können, wie lange da die grün-weißen Fans schon warten, war Bill Clinton Präsident der Vereinigten Staaten. Zoran Barisic war noch als Spieler auf dem Feld. Und ich war Balljunge hinterm Tor. Und hast eine Prämie, falls es eine gab, in Schilling bekommen. Schiedsrichter Hakam macht übrigens ein sehr gutes Spiel heute. Es gibt noch einmal Eckball, da steht vielleicht dann noch einmal Hedl im Mittelpunkt. Erinnern wir uns kurz gemeinsam, ich glaube, es war ein Schuss in Hälfte 1 von Beganovic, den er halten musste, der nicht allzu schwierig für ihn war, aber das war es eigentlich. An Paraden, die der Rapid Golde heute zeigen musste. Wie viele Spieler können da heute ausgetauscht werden? Gefühlt sind schon 20 neue gekommen. Na, den und Fehler macht man immer als Trainer. Und es gibt auch gleich noch das Comeback von Ferdi Treuf. Guido Burgstaller bekommt seinen Abgangsapplaus, den hat er sich verdient. Er hat Rapid heute ins Cupfinale 2023 geschossen. Er hat sein Team nach Klagenfurt gebracht. Seid ihr nicht gesehen, er hat schon abgeklatscht mit Ferdi Treuf, der nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung zuletzt wieder im Mannschaftstraining war und
nach seinem letzten Einsatz im Februar, da hat er 30 Minuten gespielt, heute auch endlich wieder für Rapid hier auf dem Spielfeld ist. Ja, und dann auch noch eben statt Kerschbaum, Moritz Oswald hier in den letzten Minuten. Ja, das mit war Zeit, glaube ich. Dabei. Labodic ist jetzt nach vorgegangen in den Sturm und nochmal alles zu probieren für die hohen Bälle. Ja, abgefälschter Ball. Ja, die Hand dabei, so die Aussage der Rieder, ja. Querfeld. So, Eckball. Es wird noch gecheckt, ob dieses Handspiel vielleicht strafbar war. Ich glaube nicht. Ich denke, auch hier hat Schiedsrichter Hackam richtig entschieden. Wartet. Kronberger, der draußen steht, wird den Eckball bringen. Muss sich auch noch ein bisschen gedulden. Sehen wir es noch einmal. Nein, will die Hand sogar wegziehen, ja. Ist angelegt. Kein Handspiel. Wieder richtig gelegen. Nach Burgstaller der beste Mann am Platz. Schütze ich der Hacker. Sechs Minuten Nachspielzeit. Klar, viele Wechsel, viele Unterbrechungen. Ah, jetzt geht es sich doch anschauen. Na, da bin ich gespannt. Da haben wir uns zu frischen festgelegt. Naja, du. Ja, so ist es. Das ist eine Twitter-Situation. Es ist auf alle Fälle eine aktive Bewegung, aber für mich will er die Hand weggeben. Will er auch. Was er natürlich macht, er verhindert, dass der Ball aufs Tor geht. Hast du nicht Unrecht. Gibt einen Elfmeter. Dann haben wir halt einen Elfmeter. Wahnsinn. Gut, die Nachspielzeit sollte auch irgendwie sinnvoll genutzt werden. Das können die Rieder jetzt einmal machen. Und 6 Minuten Nachspielzeit. Das ist auch bisschen spannend. Also Witt Zollbauer für den Versuch, die Hand wegzuziehen, bestraft.
wird wahrscheinlich die aktive Bewegung weg vom Ball bestraft. Edel versucht, Ziegel nervös zu machen. Der absolute Routinier von Ried. In seinem, ich habe es schon angedeutet, in seinem 38. Cup-Spiel tritt er jetzt an, der 30-Jährige gegen Hedl. Kann Ried hier einmal anschreiben und verkürzen? Jawohl, 1:2, Anschlusstreffer durch Marcel Ziegel. Und jetzt sind es noch 2,5, 3 Minuten. Wird noch ein bisschen was dazukommen zu den angezeigten 6. Ja, Ried kann noch auf ein Fußballwunder hoffen. Zimmermann, Krüll, Ried braucht den Ball. Ried lässt sich natürlich Zeit, wartet mit dem Einwurf. Sie arbeiten sich einmal näher heran an den Strafraum. Noch einmal. Rieder am Ball. Wagner steht schon wieder und es gibt den nächsten Einwurf und das wird jetzt ein weiter. Ein langer Ball hinein in den Strafraum. David Unger. Zurückgedrängt. Schlecht gemacht von Mikic. Noch einmal Unger. Feld steht gut. Noch einmal. Und Grün. Ja. Oh, mit einem schönen langen Ball. Und da ist der Ball im Zentrum und da ist die Chance vielleicht sogar. Hedl muss noch einmal eingreifen. Noch einmal Eckball für Ried. Und jetzt kommt sogar sein Radlinger mit nach vor. Letzte Chance. Und Hedl kriegt ihm genau ins Gesicht. Da ist jetzt irgendwie diese Spannung, diese Cup-Atmosphäre, diese Hektik auch, die praktisch 90 Minuten nicht drinnen war in der Partie. Jetzt hat Ried doch noch diese kleine Mini-Chance, irgendwie in die Verlängerung zu kommen. Man braucht noch ein Tor. Letzte Möglichkeit wohl, aus diesem Eckball dieses Tor zu erzielen. Gibt noch den Schuss. Noch einmal, der gehobene Ball, der ist nicht schlecht. Da ist er. Und Hedl hält das 2:1 fest. Die kommen auch noch zu einer Chance. Das gibt es ja alles nicht. Guter Schuss von Unger, aber ja, auch gute Parade von Hedl. Ganz wichtig.
Jetzt wird wieder was überprüft. So, weiter geht's. Noch einmal ein Eckball. Und der geht an allen vorbei und das wird es jetzt, glaube ich, dann gewesen sein. Niklas Hedl, lange Zeit unbeschäftigt, aber hier mit dem guten Reflex. Ja, großartig gehalten. Ja, war scharf, gut für Hedl, recht mittig und so kann er hier parieren und die Führung von und für Rapid verteidigen. Noch immer nicht genug. Alexander Hakan. Ja, jetzt wartet er nur noch auf den Einwurf und dann war's das. Aus, vorbei. Rapid gewinnt das erste ÖFB-Cup-Halbfinale gegen die Mannschaft von Maximilian Senft gegen die SV Ried mit 2:1. Zwei Tore von Burgstaller sorgen für eine 2:0-Führung. Ried offensiv eigentlich völlig ungefährlich, bekommt einen Elfmeter in der Nachspielzeit, schöpft Hoffnung, aber es bleibt beim Erfolg für Rapid. Ja, das 1:0 kurz vor der Pause war ganz wichtig.